Okay, ab auf die Mannschaftsquartiere. Und dann gehen wir mal erstmal bei Samantha. Samara. Samantha, ja, natürlich. Bei Samara vorbei. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch was Neues gibt mit ihr. Schauen wir einfach mal. Shepard. Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen. Es ist mir immer eine Freude, mit Ihnen zu reden. Ich würde gerne mehr über die Asari-Justikarinnen erfahren. Wir nehmen einen besonderen Platz in der Asari-Kultur ein. Justikarinnen stammen aus einem anderen Zeitalter. Junge Asari sehen sich Videos über unsere Abenteuer an. Natürlich alles reine Fiktion. Manche Asari schätzen uns nicht sehr, aber es gibt so wenige Justikarinnen, dass die wenigsten schon mal eine getroffen haben. Es gibt nur wenige Justikarinnen? Nur wenige Asari sind zu den Opfern bereit, die man bringen muss, um eine von uns zu werden. Und die Verlustrate während der Ausbildung ist ziemlich hoch. Es ist ein Leben in ständiger Gefahr. In der gesamten Galaxie gibt es gleichzeitig immer nur eine Handvoll von uns. Warum sollte irgendjemand Justikarin werden wollen? Das hat meist sehr persönliche Gründe. Und manchmal ist der härteste Weg der einzig ehrliche. Und was der Grund bei Samara ist, wissen wir ja, weil ihre Töchter Adat Yakshi waren. Dieser Kodex der Justikarinnen scheint für ihr Leben eine zentrale Bedeutung zu haben. Er besteht aus 5000 Sutren und deckt jede nur vorstellbare Situation ab. Ich kenne jedes Wort auswendig. Es gibt nur den Kodex. Manchmal verlangt die Gerechtigkeit nach Gnade. Es geht dabei nicht um spirituelle Erleuchtung, sondern darum, die Bösen zu bestrafen und die Unschuldigen zu beschützen. Die Asari, mit denen ich gesprochen habe, hatten unterschiedliche Meinungen über Justikarinnen. Heute sehen alle das Leben in unzähligen Grauschattierungen. Der Kodex der Justikarinnen ist strikt schwarz-weiß. Manche sehen in mir eine Heldin, aber falls nötig, würde ich jeden davon töten. Ja, und genau da liegt das Problem mit dem Kodex. Aber ich meine, das hat sie auch schon erkannt und trotzdem unterwirft sie sich ihnen, weil sie einmal den Eid geleistet hat. Aus einem guten Grund, wie wir wissen, halt um ihre Töchter zu jagen. Und ja, jetzt muss sie sich halt dran halten. Ne? Ist ein schweres Leben, weil man teilweise gegen bessere Vernunft handelt. Wieder die bessere Vernunft. Wieder die bessere Vernunft? Wieder die Vernunft halt. Aber sie hat sich dem unterworfen, also muss sie das durchziehen. Ist eigentlich seltsam, dass die Asari, die so fortschrittlich sind, noch diesen alten Reststock einer primitiven, anfänglichen Kultur aufrechterhalten haben. Welche Rolle haben Justikarinnen ihrer Ansicht nach in der Asari-Gesellschaft? Ich würde sagen, das vergleichbarste Äquivalent bei den Menschen sind die fahrenden Ritter aus ihrem Mittelalter, gemischt mit einem Schuss Samurai. Was sagt ihr Kodex über das Töten? Dass ich Übeltäter töten soll. Eine Justikarin kommt erst ins Spiel, wenn friedliche Lösungen längst keine Option mehr sind. Das klingt, als wäre Töten völlig normal. Ich erinnere mich an jedes Wesen, das ich erschlagen habe. Sie sind alle in meinen Gedanken. Verbietet der Kodex Liebesbeziehungen? Nein, allerdings wäre ich an so etwas nicht interessiert. Mit dem Teil meines Lebens habe ich abgeschlossen. Sie könnten jemanden treffen, der in Ihnen solche Wünsche wieder weckt. Ich bin fast 1000 Jahre alt. Ich kenne mich und meine Wünsche. Aber danke für die Nachfrage. Sie kennen fahrende Ritter und Samurai? Sobald ich wusste, dass ich das Gebiet der Asari wieder verlassen musste, habe ich die Geschichte und die Moral neuer Spezies studiert. Als ich in meiner jungfräulichen Phase die Galaxie durchstreift habe, gab es dort noch keine Menschen. Was haben Ihnen Ihre Studien über uns verraten? Sie legen mehr Wert auf Individualität als jede andere Spezies, der ich bisher begegnet bin. Wenn drei Menschen in einem Zimmer sind, gibt es 6 Meinungen. Ich mag ihre Spezies und bin neugierig, was sie noch alles tun wird. Ja, das stimmt. Die Menschen sind sehr um Individualität bestrebt, wobei ich der Meinung bin, dass es jetzt nichts spezifisch Menschliches ist, sondern ich glaube, das ist eher so eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Also ich glaube, früher war das auch nicht so. Ich muss jetzt gehen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, hat mich auch gefreut. Mit Samara ist es übrigens so, man kann mit ihr nur so eine ganz hauchzarte, anfängliche, ja, ich will es nicht Liebesbeziehung nennen, aber so ein kleiner Flirt ist drin. Und dann sagt sie aber, nee, das geht nicht, tut mir leid. Die Kollektoren haben also New Kenton angegriffen? Das hatten wir doch schon, oder? Aber meine Frau und meine Tochter sind gerade noch rausgekommen.
Sie ruhen sich in diesem Moment in San Francisco aus. Das sind gute Nachrichten. Schon, aber ich kannte viele gute Menschen in New Canton. Unsere Mission muss erfolgreich sein. Zum Glück hat Shepard das Kommando. Wobei, nee, ich glaube, das hatten wir doch noch nicht. Also mit Samara kann man keine richtige Liebesbeziehung eingehen an der Stelle, muss man dazu sagen. Es ist also so, mit Shepard als Mann... Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja. Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Wow. Da sind Sie praktisch einer Kugel ausgewichen. Ja, ich würde das sicher nicht verkraften. Die jagen mir wirklich große Angst ein. Tja, Glück gehabt. Als männlicher Shepard kann man... im zweiten Teil mit Tali, mit Miranda und mit Jack eine Beziehung eingehen. Und über den Shadow Broker DLC kann man auch, wenn man im ersten Teil mit Lyra eine Liebesbeziehung hatte, hier im zweiten Teil die fortführen. Zumindest treffen die sich mal kurz dann in der Kabine, wenn man das dann will. Genau, und als Mann kann man mit Garrus, Thane und Jacob. Als Frau, habe ich Mann gesagt? Als Frau. Mit Garrus, Thane und Jacob eine Beziehung eingehen. Und ich nehme an, das mit Lyra gilt da genauso. Und ich kann euch übrigens auch verraten, wieso es im ersten Teil nicht geklappt hat, dass ich mit Ash die Beziehung angefangen habe. Das lag einfach nur daran, dass ich ihr zu oft Kontra gegeben habe. Dadurch hat sich das nicht entwickelt. Also bei Ilos, bevor wir nach Ilos sind, da hätte im Prinzip schon dann der Höhepunkt kommen müssen, der Liebesbeziehung. Und bis dahin hatte sich ja gar nicht erst überhaupt irgendwas entwickelt. Aber ist auch nicht so schlimm, da lege ich nicht so einen Wert drauf, mit Ashley eine Liebesbeziehung angefangen zu haben. Meine richtige Liebesbeziehung in dieser Spielreihe fängt erst hier im zweiten Teil an mit Tali. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher, ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben. Ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das, nur nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich lieber. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen. Da wollte ich gar nicht draufdrücken, irgendwie wollte der Cursor gerade nicht rüberspringen. Und diese VI und alle erzählen uns... Mal im Ernst, Garrus, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst? Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben, daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring. Was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff.
Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Garrus, du schlimmer Finger. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Gut, ist auch mal schön von den turianischen Kampfvorbereitungen zu hören, mal immer von den anderen Kulturen ein bisschen was mitzukriegen. Und da ist Garrus eine interessante Informationsquelle und es ist auch schön, dass er jetzt ein bisschen von seiner Fixierung auf Sidonis weggekommen ist und dann jetzt auch mal ein bisschen von sich erzählt einfach. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich habe mich wohl geirrt. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Ich vertraue Ihnen, aber Cerberus nicht. Ihre Experimente überschreiten die Grenze. Richtig, und zwar ständig. Aber ich erinnere mich an einen Spectre, der bei der Jagd auf Saren und die Geth auch ein paar Grenzen überschritten hat. Und wir können von Glück sagen, dass wir sie haben. Viele schließen sich aus reiner Xenophobie an. Wir brauchen mehr Leute, die aus den richtigen Gründen hier sind. Naja, ich würde mal so sagen, ich habe zwar als Spectre auch mit Shepard Gesetze überschritten, aber eben Gesetze. Und das, was die machen, ist moralische Grenzen zu überschreiten. Und zwar ganz grundlegende moralische Grenzen zu überschreiten. Und da liegt das große Problem von Cerberus. Was wollte Cerberus durch Experimente an Kindern wie Jack beweisen? Es war ein Fehler, keine Frage. Aber nicht meiner. Und außerdem wurde er korrigiert, sobald wir das Ausmaß der Experimente erkannt hatten. Hat dir keiner gesagt, dass du dran schuld bist an der ganzen Sache, also ehrlich mal. Ich habe vor Jahren ihre Basen gesehen. Sie haben aus Rachni, turianischen Creepern und sogar Husks eine eigene Armee geformt. Die Husks waren bereits tot. Die turianischen Kreaturen hatten keinen Verstand. Und die Rachni wurden freigelassen, sobald wir ihre Intelligenz erkannt hatten. Wir haben keine Armee herangezüchtet, sondern entbehrliche Stoßtrupps für besonders riskante Einsätze. Wie viele Soldaten sind bei Sarens Angriff auf Eden Prime gefallen? Wie viele hätten überlebt, wenn wir nur ein Dutzend Drachni auf unserer Seite gehabt hätten? Ah ja, klar. Und die waren alle schon vorher tot, bevor du die erzeugt hast, ne? Und die Drachni waren natürlich auch eine super Idee mit der Unkontrollierbarkeit. Da ging es nicht darum, dass die intelligent waren, sondern die haben die einfach nicht weiter verfolgt, die Rachni-Forschung, weil die unkontrollierbar waren ohne Königin. Das war das Problem, oder? Bei ihrer Intelligenz könnten sie jeden Job kriegen, den sie haben wollen. Warum sind sie hier? Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und ihnen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten. Das Beste, was er getan hat, war, Sie in meine Truppe zu stecken. Sie wären gut ohne mich zurechtgekommen. Das hätte ich vorher zwar nicht geglaubt, aber ich habe es einfach nicht. Dieses Feuer, das Leute dazu bringt, ihnen bis in die Hölle zu folgen. Wie war da mein Vater hat mir die besten Gene besorgt, die man für Geld kaufen kann. Aber das war wohl nicht genug. Eigentlich wollte ich jetzt nicht so schleimerisch ihr gegenüber sein, aber naja, was soll's. Ist das halt so. Sie erwähnen immer wieder ihre genetische Ausgestaltung. Es stört sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Darf ich Ihren Körper oder Ihren Verstand nicht bewundern? Ihr Vater mag Ihnen das ja alles geschenkt haben, aber Sie können stolz darauf sein, was Sie daraus gemacht haben. Oh, vielen Dank. Und vielleicht bin ich der Bewunderung meines Körpers gar nicht abgeneigt. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr in die Flirtrichtung gehen. Ich wollte bloß nett sein. Meine Güte, dass das immer gleich so in die andere Richtung gehen muss. Tut mir leid. So habe ich es nicht gemeint. Wir müssen Profis bleiben und uns konzentrieren.
Ja, Sie haben recht. Die Sache ist zu wichtig. Da darf nichts für Unruhe sorgen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Commander. Und da ging das Licht aus bei ihr. Tja, Pech gehabt, Miranda. Aber du bist nicht mein Stern. Oh Gott, was war das für eine Formulierung? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, sie ist nicht die Erwählte. Da hat sie halt einfach mal Pech. Auch wenn sie willens wäre. Sie wären alle willens. Weil ich einfach ein Netter bin. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sie wirken gar nicht wie ein Attentäter. Sie haben zu viel Zeit mit dem Kampf gegen Schläger verbraucht, die glauben, dass eine individuell bemalte Panzerung Sie zu Profis macht. Die Hanna haben meinen Körper für diese Rolle seit meinem 6. Lebensjahr trainiert. Sie töten schon, seit Sie 6 sind? Natürlich nicht. Meinen ersten Mord habe ich erst mit 12 begangen. Erst? Sie haben mich ausgebildet. Ich war für Sie kein Wegwerfprodukt, sondern eine Investition. Sie waren ein Kind, keine Investition. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich genoss Ihre Wertschätzung, hauptsächlich als Ressource, das stimmt, aber auch als Person. Sie haben es bedauert, dass Sie mich brauchten. Sie töten schon, seit Sie 6. Das wollte Sie ich haben nicht. Mich ausgebildet. Ich war für Sie kein... Die Hanna? Übertrieben höflich? Verehren die Proteaner? Sieht Ihnen gar nicht ähnlich, dass Sie Attentäter ausbilden? Jede Spezies bildet Attentäter aus. Das Ungewöhnliche an den Hanna ist nur, dass sie andere Spezies brauchen, die für sie morden. Sie haben einen starken Griff und natürliche Toxine. Aber haben Sie schon mal einen gesehen, der sich außerhalb des Wassers schnell bewegt oder eine Waffe abfeuert? Ist schwierig bei Hanna, das stimmt. Warum waren Ihre Eltern damit einverstanden? Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Paktes getroffen. Es war eine Ehre für unsere Familie. Des Paktes? Wir leben auf der Heimatwelt der Hanna, weil sie uns, einige von uns, vor der Auslöschung gerettet haben. Wir schulden ihnen unser Leben. Das ist der Pakt. Was genau sind die Bedingungen des Paktes? Die Hanna können vieles nicht selbst tun, nicht mal mit mechanischen Hilfen. Dann bitten sie die Drell um Unterstützung. Das kann nicht legal sein. Sie haben ihre ganze Spezies zu Sklaven gemacht. Beleidigen Sie mich nicht, Shepard. Jeder kann sich den Dienst verweigern, aber nur wenige tun es. Wir verdanken unsere Existenz den Hanna und sind stolz darauf, unsere Schuld zurückzuzahlen. Bei Ihnen klingt das so, als wären die Hanna Schwächlinge. Hier draußen sind sie das auch. Aber wenn Sie sie im Allumfassenden, den Ozeanen auf Kajay sehen könnten, würden Sie anders denken. Ein Silberstrom in der Dunkelheit. Schlägt Kreise, schießt dahin. So schnell, dass das Auge nicht mehr folgen kann. Ein Lachen wie das Quieken eines Kindes lässt das Wasser vibrieren. Sie fliegen über das Schwarz des Meeresbodens dahin wie Vögel. Mit einem Federkleid aus Himmelslicht. Ja, finde ich schön, weil die Hanna wirklich immer als die Schwächlinge dastehen. Aber es stimmt schon, man hat sie nie im Wasser gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dort in ihrem natürlichen Element die Kings wären. Sie wären die Herren des Hauses. Also da hätte wahrscheinlich keine andere Alien-Spezies eine Chance. Warum stand Ihre Spezies vor der Auslöschung? Überbevölkerung. Das klingt für Sie bestimmt banal. Die Menschen haben den Masseneffektantrieb erfunden, bevor das Problem bei Ihnen akut wurde. Unsere Heimatwelt Rakana hatte nur wenige Ressourcen. Wir hatten noch nicht mal die Fusionsenergie entwickelt, als der Boden wegen Überbeanspruchung und Verschmutzung unfruchtbar wurde. Die Hanna haben uns vor 100 Jahren gefunden. Sie haben hunderte von Schiffen geschickt und tausende von uns evakuiert. Milliarden mussten zurückgelassen werden. Wie ist die Lage auf Rakana heute? Lesen Sie Werke von Philosophen? Von Thomas Hobbes zum Beispiel? Wenn die gesamte Welt übervölkert ist, bleibt als letzter Ausweg nur der Krieg, der jedermann eine Lösung beschert. Sei es durch Sieg, sei es durch Tod. Als Rakana starb, haben meine Leute sich gegenseitig abgeschlachtet für einen Mund voll Wasser, einen Bissen Nahrung. Was letztendlich ein kleines bisschen Blick in die menschliche Zukunft sein könnte, unter der Voraussetzung, dass die Ressourcennutzung weiter so stattfindet, wie es heutzutage ist. Denn es gibt ja schon die Theorien, dass es wohl irgendwann in Zukunft mal Kriege um Wasser geben wird und so weiter. Also es ist nicht so weit hergeholt, was da passiert ist. Aber sie töten nicht mehr für die Hanna. Sie sind selbstständig. Weshalb die Veränderung? Ich habe lange Zeit geschlafen und gar nicht darauf geachtet, was von meinem Körper verlangt wurde. Aber dann...
Der Laserpunkt auf seinem Schädel zittert. Wenn ich den Finger krümme, stirbt er. Dann der Geruch von Gewürzen im Frühlingswind. Augen in der Farbe des Sonnenuntergangs im Visier. Voller Trotz. Der Laser tanzt davon. Tut mir leid. Trail versinken sehr schnell in Erinnerungen. War das eines Ihrer Attentate? Ja. Wir besprechen das besser später. Ich habe schon zu viel von Ihrer Zeit verschwendet. Ich finde auch die Beziehungen zwischen den Drell und den Hanar sehr interessant, weil es halt, also Shepard hat es halt Sklaverei genannt, aber ich würde es niemals erst sowas ansehen, weil es halt eine vollkommen freiwillig eingegangene Sache ist. Da sind sie ja. Ja. Tali ist so süß. Sie redet nur über sie, auf diese nette Art. Regenbogen und Schmetterlinge, sie verstehen. Sie liebt sie, Shepard. Seien Sie gut zu ihr. Mach ich. Liara Tissoni hat einen weitreichenden Ruf. Ich habe mit ihren Leuten früher schon Geschäfte gemacht. Mein Mitgefühl gilt Miranda und ihrer Schwester. Es ist eine schwierige Lage. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Es ist schade, dass es sich immer so auf diese kleinen Chats beschränkt, was man hier macht. Aber gut, immerhin, immerhin. Und mit ihr ist es auch weitaus angenehmer zu sprechen als mit Said. Nee, aber ich finde die Beziehung zwischen den Hanar und den Drell ganz interessant, weil die halt wirklich sich vollkommen freiwillig in diese Lage begeben und halt auch Dankbarkeit einfach zeigen. Also ich glaube, da kommt dann auch diese Spiritualität ein bisschen durch. Ich glaube nicht, dass Menschen so viel Dankbarkeit und Demut entgegenbringen würden ihren Rettern, wenn sie denn vor Überbevölkerung dadurch gerettet würden, wenn jetzt eine andere Rasse ankommt, eine Alienart, und dann die Menschen wegbringt, um sie halt vor Krieg zu bewahren. Shepard, ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Ich bin nur... Ich sitze hier und denke an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank von der Schlacht von Kanrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss sie nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Kanrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Man muss vielleicht dabei gewesen sein, aber ich verstehe den Witz nicht. Es ist kein Witz, es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Ich dachte, das würde sie freuen. Ich weiß ja nicht, ob ich in Zukunft noch für solche Gespräche hier runterkommen werde. Von mir aus. Man muss nicht befreundet sein, um gemeinsam starke Feinde zu bekämpfen. Ich dachte nur, es würde Sie interessieren, dass ich langsam eigene Gründe für meine Kämpfe finde. Toll, und das ist Turiana. Das ist ja super. Ich hoffe, du zerfetzt Garrus nicht. Das wäre sehr schön, wenn du den ganz lässt. So, gehen wir erstmal zu Said rüber. Also ich finde die Kroganer zwar immer mal ganz drollig, wenn sie halt ihre ja etwas anderen Interpretationen von irgendwelchen Sachen anbringen und dann halt so eine ungewollte Komik reinbringen, aber an sich sind sie natürlich schon sehr eindimensional und traurig eigentlich irgendwo. Diese Mission bringt mich zurück. Harter Kampf auf Horizon. Ich habe schon gegen Sklavenhändler und Entführer gekämpft, aber noch nicht so. Ein paar Sklavenhändler haben ein Mädchen auf einer Kolonie im Skepsis-System entführt. Das Mädchen ist aufgewacht und geflohen. Wir haben es kurz vor Omega aufgegabelt. 8 Jahre alt. Sie hätte auf Horizon keine Chance gehabt. Kollektoren und Proteaner. Das übersteigt alles meine Gehaltsstufe. Ich bin es eher gewohnt, Rebellionen niederzuschlagen. Typen zu finden, die ihre Spielschulden nicht bezahlen. Aber sogar ich merke es, wenn ich eine galaxieverändernde Enthüllung höre. Da ist das Söldnertum auf einmal ziemlich schäbig. Könnte man so sagen. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Hast du ziemlich gut erkannt. Das Söldnertum und generell Söldner wie du sind dann auf einmal ziemlich schäbig. Ja, sind sie. Aber man braucht dazu nicht erst irgendwelche großen Ereignisse. Wenn man einen richtigen moralischen Kodex hat, dann erkennt man das auch ohne die.
Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Spritztouren sind auch nicht mehr das, was Sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs, hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Alle umgebracht wahrscheinlich. Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Sie wissen ja, wo ich herkomme. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie. Diebstahl vom Militärgerät. Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben Sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich hab draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Mich überrascht, dass Sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hanar, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey Shepard, nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Danke der Nachfrage. Kein Problem. Aber ich habe schon mal gesagt, einerseits ist es zwar Instinkt, dann zu überleben, aber andererseits hat sie damit natürlich auch unglaublich viel Unmut und auch Feinde gegen sich provoziert. Garrus hat irgendeine total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Aber sie scheinen ziemlich wirkungsvoll zu sein. Das sind sie. Keine Sorge. Ein paar Handgriffe an den vorderen Kondensatoren und das Gleichgewicht stimmt wieder. So, gibt's bei Tani irgendwas Neues? Ich glaub's ja eher nicht. Aber Shepard, mal schauen. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Okay, damit sind wir bei Tali an dem Punkt angelangt, dass es im Prinzip nicht weitergeht. Also wir haben jetzt das Ganze soweit ausgereizt, die Beziehung. Und erst wenn wir in der Story dann voranschreiten, wird sich diese Beziehung dann auch weiterentwickeln. Das heißt, hier ist jetzt erstmal im Prinzip Schluss. Und wir werden uns jetzt mal den ganzen Nebenaufträgen widmen, die wir danach haben. Ich mache vorher aber nochmal eine Aufnahmepause. Bis gleich.